Nun folgen die letzten News für dieses Jahr und das war unterm Strich dann doch ganz wunderbar. Ich höre aber mit Reim auf, denn das ist eigentlich Georgs Thema. Viel Spaß mit den Brettspiel-News. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu den Brettspiel-News. Ich bin Benny von den Brettspielsuchtis. Heute Freitag, der 23. Dezember, das heißt das letzte Mal Brettspiel-News von uns in diesem Jahr. Ja, und ich habe da nochmal einen kleinen Überblick. Im Laufe des heutigen Tages wird unser letztes Rätselvideo online gehen von und mit Rüdiger und dann folgt auch schon die Bekanntgabe der Gewinner. Und das wird der Rüdiger dann im Laufe des Samstags oder Sonntags, glaube ich, bekannt geben. Also nochmal mitmachen, miträtseln, was es da zu erraten gilt. Die allerletzte Folge für diese erste Staffel, zweite Staffel, vermutlich dann nächstes Jahr. Mal schauen. Wir haben uns da eigentlich ein klein bisschen mehr Teilnahme erhofft. Ja, zum Zweiten möchte ich mich bedanken für das ganze zahlreiche Feedback letzte Woche unter dem Video zu Arkham Horror, das Kartenspiel. Das Ganze stand so ein bisschen unter einem ungünstigen Stern. Es kam bei uns gar nicht gut weg, gerade bei mir in der ersten Partie grandios gescheitert. Dazu möchte ich kurz was sagen, möchte es aber nicht zu lange thematisieren. Das Ganze stand ein bisschen unter einem sehr ungünstigen Stern, was äußere Einflüsse betraf, denn eigentlich war das Video schon zu einem früheren Zeitpunkt drehtechnisch geplant gewesen und auch das Spielen, was ja bei den Vorgesetzten mit einhergeht. Und das war früher geplant und dann hat aber Daimyo, was Dennis damals rausgesucht hat, deutlich länger gedauert als von ihm angegeben. Dann war die Zeit für Arkham Horror nicht ums zu spielen. Und dann hatten wir noch so viel anderes, was an dem Abend gedrückt hat. Es wollte nichts funktionieren. Der Aufbau hat sich ewig gezogen. Die Regeln haben dann ein bisschen länger gedauert. Und das war alles schon so super, super, suboptimal, weil nichts klappen wollte. Und dann kam noch dazu, dass einem das Spiel die ganze Zeit in die Fresse schlägt. Und das war dann bloß noch so das Grümelchen, das gefehlt hat, um dem Ganzen ein Chaos zu machen. Deswegen leider super schlecht angekommen. Danke für das ganze Feedback und ich weiß, das mir natürlich ein bisschen zu Herzen zu nehmen, was auch die neue Chance betrifft. Irgendjemand hat auch drunter geschrieben, Spirit Island hast du ja auch einen zweiten Anlauf gebraucht. Da war es nicht desaströs, da fand ich es nicht so gelungen tatsächlich, das war ein anderes Erlebnis. Aber, was ich ein interessantes Thema finde, die Rahmenbedingungen, die Randbedingungen, unter denen wir spielen, also die äußeren Umgebenheiten, habe ich jetzt Zeitdruck, habe ich irgendwie anderes Zeug um die Ohren, habe ich gar nicht den Kopf dafür und ist das Spiel dann einfach für den Abend die falsche Wahl gewesen? Das würde mich mal interessieren. Das ist ein Thema, was ich gerne diskutieren möchte, gegebenenfalls auch mit Dennis zusammen ausdiskutieren möchte, weil ich glaube, das sollte man nicht außer Acht lassen, die Wichtigkeit, die Präsenz tatsächlich von deren äußeren Umständen auf ein Spiel, auf das Spielerlebnis, warum ein Spielerlebnis nun gut wird oder schlecht wird oder halt tatsächlich nicht so wird, wie wir uns das Ganze vielleicht vorgestellt haben. Ja, das dazu. Und im Laufe der nächsten Woche gehen dann unsere Top 30 zu den gespielten Spielen dieses Jahr online. Spiele, die wir dieses Jahr zum ersten Mal gespielt haben, wohlgemerkt nicht Wiederholungstäter. Wir wollten das einfach ein bisschen disjunken, dass man einfach nicht jetzt schon die Top 100 für nächstes Jahr ableiten kann. Denn die folgt dann ab Februar nach aktueller Planung. Und da dürft ihr euch auf einiges gefasst machen. Jahresrückblick folgt nochmal extra, hoffentlich auch mit den anderen zusammen. Wie wir das machen, schauen wir noch. Und dann natürlich auch ein Ausblick auf nächstes Jahr. Und die erste News-Folge, sie kommt dann voraussichtlich am 6. Januar, wenn ich da nicht gerade Pause einlegen sollte. Ja, und jetzt gehen wir in den Bereich aus der Szene, aus der Branche. Da haben wir diverse Meldungen, zum Beispiel von NSV. NSV bekommt nämlich zum Jahreswechsel einen neuen Geschäftsführer. Franz Jurte, der es bislang gemacht hat, scheidet als Geschäftsführer zum 31.12. aus und es übernimmt Tobias Husch, bislang Head of Finance. Und ja, das aus dem
Ja, zum ersten aus dem Bereich, aus der Szene. Und dann lege ich direkt noch nach. Und zwar Asmodee startet eine Vertriebspartnerschaft mit Abacus-Spiele und Cocktail-Games. Und das wird ab Januar 23 der Fall sein. So kommen zum Beispiel Spiele wie Hanabi, das Spiel des Jahres von 2013, in den Exklusivvertrieb von Asmodee. Gerade mit Cocktail Games hat man schon im Vorfeld zusammengearbeitet und nun erfolgt auch noch die Vertriebspartnerschaft mit Abacus-Spiele ab Januar und so wandern die Abacus-Spiele in das Vertriebssortiment von Asmodee. Weitere Meldung aus der Szene ist, Mythic Games verkauft einige IPs nach Problemen mit Kickstarter-Projekten. Und so hat man einige IPs an andere Publisher verkauft. Dazu ge gehören Super Fantasy Brawl, Enchanters und Steam Watchers, die an Common verkauft wurden, sowie Reichbusters und Solomon Kane, die an Monolith gingen. Und das zum einen, na, das ist natürlich gemischte Reaktionen drauf, man weiß nicht so recht, was man davon halten soll. Sowohl positive als auch negative Resonanz gibt es natürlich drauf. Und ja, es ist auch als ja, gedacht als Rettungsversuch, um laufende Projekte ja, am Laufen zu halten. Ja, Kickstarter und Brettspiele. Ich habe so das Gefühl, das hat sich in den letzten 2 Jahren deutlich verändert. Auch der Hype ist nicht mehr so groß oder betrifft weniger Spiele. Liegt vielleicht auch daran, dass Kickstarter inzwischen doch auch ein bisschen zweckentfremdet wird und teilweise als Vorbestellplattform genutzt wird. Apropos Kickstarter, Dennis, Kickstarter, Crowdfunding. Was gibt's diese Woche Schönes von den Crowdfunding-Plattformen? Lass mal hören. Ho, 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 nix los im Kickstarter-Bereich. Ja, starten wir gleich mal mit den Crowdfunding-News. Das wären, glaube ich, die kürzesten ever. Ja, Cannonades the Card Game habe ich gefunden. Und das ist ein kleines Kartenspiel, das auch einen Solo-Mode besitzt. Ja, das ist ja heutzutage nichts mehr Neues. Von Damiano of Zero Fun. Das hier ist Colorblind-Friendly, Brand New Solo-Mode. Und wie er fandet, das ist doch schön zu hören. Ja, es ist ein Spiel für 1 bis 5 Spieler, 15 bis 30 Minuten und 0 Minuten Setup. Das ist doch, was man hören will. Besteht aus einem Kartendeck, auf dem man Schiffe sieht. Das sind hier die Schiffe und es gibt die Cannonades. Und zum Beispiel mit einer Cannonade kann man ein Schiff zerstören, das ein blaues Schiff sein kann oder ein grünes Schiff aufgrund des grünen Randes. Das heißt, man kann hier so ein paar strategische Elemente machen. Dann gibt es noch Schiffe, die diese Totenköpfe haben, mit denen man die halt mehr Power haben und die man halt mehr oder besser einsetzen kann. Und es soll sehr schnell gehen, sehr cool sein. Man kann verschiedene Aktionen machen, Karten hinzufügen, natürlich schießen, neue Karten ziehen oder ein Schiff entern. Ja, auf jeden Fall besteht es aus einem, ja, Kartenset, wie gesagt, und es ist sehr günstig an dieser Stelle, denn wir haben hier 12 € die normale Copy, 20 € Limited Edition und das Ganze sollen auf Versandkosten 8 € rauslaufen. Im März 2023 soll es dann verfügbar sein. Ja, backen könnt ihr Cannonades bis zum 9. Januar. Und genau. Während das Spiel gerade eben auf jeden Fall sprachneutral ist, haben wir hier jetzt Find the Source, das auch in verschiedenen Sprachen kommt, unter anderem Deutsch. Ja, das ist sozusagen im futuristischen Cyberpunk-System. Ihr müsst investigate, fight and hack. Und ja, Roll and Ride, Cyberpunk für 1 bis 3 Spieler. Eigentlich ein Solo-Spiel ausgelegt von Animus Magnus Games, kann aber bis zu 3 Spielern sozusagen aufnehmen. Ab 12 Jahren geht es so um die 15 Minuten. Ja, was müsst ihr tun? Das ist ein Spiel, bei dem ihr bei 5 € schon mit dabei sein könnt, müsst aber dann das Material selbst ausdrucken. Hier seht ihr so ein bisschen, wie es geht. Es gibt hier 2 Würfel und ihr müsst halt schauen, welchen Wert ihr nehmt. Entscheidet ihr euch für die eine Seite, für die rote Pille, dann könnt ihr mehr Actions machen. Es wird aber diese Leiste hier immer voller und sollte sie das Ende erreichen, dann verliert ihr das Spiel. Ansonsten könnt ihr auch ein Upgrade machen, eure Aktionen verbessern und so weiter und so fort. Ja, hier seht ihr so ein bisschen Rulebook in verschiedenen Sprachen. No Hidden Cost ist ja auch schön, wie gesagt. 5 € das normale Print and Play.
Oder ihr habt halt hier für 37 € diese wunderschöne Limited Box, die da halt mit dem ganzen Material auffährt. Ihr müsstet dann halt $23 zahlen. Wie gesagt, drei Solo-Modes, drei Game-Modes. Solo-Modus hat es hier, Coop-Mode eben für 2 bis 3 Spieler oder halt eine Kampagne 1 bis 3. Ihr habt verschiedene Missionen, müsst dann wie gesagt hier die Gegend hacken, wo ist denn das mit dem, wie das gespielt wird? Genau, Munition sammeln, kämpfen. Ihr müsst Forschungen anstreben hier, um ja Sachen rauszufinden. Hier bewegt euch auf der Map, aktiviert Locations mit bestimmten Sachen, könnt die Sachen hacken. Und sehr schön gemacht, sehr coole Idee, wenn ihr da dabei sein wollt. Ich habe ja schon mal hier die Preise gesagt. Juni 2023 soll das Ganze dann erscheinen. Zeit habt ihr bis zum 12. Januar. Nur Find the Source zu unterstützen. Das war es, was ich vorhin sagen wollte. Ja, weiter geht's. Ja, was soll man sagen? Backer Kit gibt's nix, Gamefound gibt's kaum was. Also wer hier ein bisschen auf die Welt verschönern, verbessern und helfen will, den Planeten zu retten. One Earth ist so ein bisschen Set Collection, das ist vielleicht was für euch. Andromeda's Edge sieht sehr cool aus, ist allerdings erstmal nur Preview. Elder Scrolls wird kommen, aber ansonsten haben wir hier so die üblichen Verdächtigen. Ja, gehen wir weiter zur Schmiede. Aber bei der Spieleschmiede tut sich auch nichts. Ja, also hier haben wir immer noch Roll Camera, B-Movie Expansion, Destiny's Witchwood. Die laufen auch noch. Die anderen Projekte sind hier leider noch nicht gestartet. Aber vielleicht ist das gleich soweit oder bald oder ihr seht's schon. Auf jeden Fall, das war's. Crowdfunding ist wohl auch jetzt hier Feiertags, Flaute. Schauen wir, wie es dann im neuen Jahr aussieht oder nächste Woche. Bleibt dran, jetzt wieder zu Benny. Ja, und nun zurück, noch eine Handvoll Meldungen. Pax Hispanica ist angekündigt und die Vorbestellung läuft. Das soll im kommenden Jahr oder Anfang 23 erscheinen, ist von Ion Games und Sierra Madre Games. Und ja, die Verlage haben sich entschieden, eine Vorbestellaktion über die eigene Webseite zu machen. Das habe ich euch verlinkt. Ursprünglich war eine Kickstarter-Kampagne für Ende November geplant gewesen. Es ist ein komplex asymmetrisches Spiel für 1 bis 5 Personen, die ihre eigene Geschichte in einer rauen karibischen See des 17. Jahrhunderts schreiben, indem man von Insel zu Insel segelt, Waren transportiert und das Ganze mit 60 bis 150 Minuten Spielzeit angegeben. Ich muss sagen, es sieht ja zumindest vom Cover schon mal irgendwie ganz cool aus. Von der Aufmachung bin gespannt, wie das Ganze dann final auch aussehen wird. Vielleicht kommt das Ganze auch auf Deutsch. Dazu gibt es bislang noch keine Infos. Wir bleiben dran. Zum Thema Ankündigungen habe ich zuerst einen verschobenen Veröffentlichungstermin und zwar von My Island. Deine Insel wird einzigartig. Das neue Legacy-Spiel von Rainer Knizia nach My City, My Island. Und das war ursprünglich für den Herbst geplant. Nun wird das Legacy-Spiel voraussichtlich im Januar 23 erscheinen. Und dabei handelt es sich wohl um eine Variante, wie es das Bildcover schon verraten lässt, mit Sechseckplättchen, die wir dann aneinander puzzeln. Auch hier wieder für 2 bis 4 Personen ab 10 Jahren ausgelegt und 24 Partien, in denen wir die Geschichte schreiben unserer Insel. Jetzt noch aus dem Bereich Ankündigungen für das kommende Jahr und da machen wir einen Blick zu Feuerland. Es gibt den Viticulture Promo Pack, den könnt ihr euch aktuell runterladen und der ist für Viticulture World und bringt einen noch einfacheren Einstieg mit hinein und eine zusätzliche Option, ein siebtes Jahr zu spielen, um erfolgreich zu sein. Ich habe mir ja Viticulture World auch angeschaut inzwischen schon und in einer Solo-Partie ausprobiert. Und ich muss sagen, das ist selbst mit Grüntal sehr, sehr knackig und ich bin knapp dran gescheitert. Wir haben 2 Punkte gefehlt, wir haben 2 Ansehen gefehlt. Da muss man sich erst so ein bisschen reingrooven und ein weiteres Jahr hätte dafür deutlich gereicht in meinem Fall. Scythe wird es weitere Automa-Karten geben, die findet man über die Shop-Seite, um so zum Beispiel gegen 2 Automas zu spielen. In Q1, angegeben voraussichtlich im Februar, wird La Familia erscheinen, was ja ursprünglich schon zu Spiel geplant war. Der Nachdruck zu Pläne und Gegenpläne der ersten Tapestry-Erweiterung sowie die zweite Tapestry-Erweiterung Kunst und Architektur. Des Weiteren kommt bei Feuerland Caper Europe. Dies ist ein Zwei-Personen-Spiel, das ich bereits schon mal erwähnt hatte an dieser Stelle.
Und ja, das erscheint bei Feuerland im Blue Label. Ebenfalls im Blue Label erscheint Total Regal. Ich glaube, es hieß My Shelfie, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf Englisch. Und da geht es darum, seine Lieblingsstücke zum Besten zu präsentieren. Für 2 bis 4 Familienspiele ab 8 Jahren. Einfache Regeln, spannende Entscheidungen, Regal einräumen für Brettspieler. Und in Q3 dann Terra Mystica, The Age of Innovation. Ja, für alle, die nicht genug vom Klassiker Terra Mystica bekommen, so wird ja, Age of Innovation super variabel, denn weder die Völker noch die Festungseigenschaften sind oder Landschaften sind entsprechend zugeordnet. Das geschieht teilweise zu Beginn und teilweise auch erst während dem Spiel. Und so kommt hier neue Abwechslung, neue Modularität und neue Vielfalt mit rein. Die Arche Nova-Erweiterung bringt neue Spezialgehege, wie man schon dem Cover und dem Titel entnehmen kann. Meerestiere mit neuen spannenden Fähigkeiten, wie zum Beispiel Riffbewohner, die erneut die Fähigkeit anderer Riffbewohner auslösen können, sowie eine neue Art Partner-Uni und Aktionskarten mit dem kleinen Twist. Ich bin sehr gespannt, was dann Arche Nova, die erste Erweiterung, mitbringt. Und anscheinend hat Feuerland noch das ein oder andere vor, wenn sie es denn fertig bekommen. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, und das war auch die waren die News für die letzte Woche in diesem Jahr. Nicht für die letzte, für die vorletzte, aber die letzte Newsfolge. So, jetzt haben wir es. Und ich wünsche euch an dieser Stelle ein super schönes, besinnliches und verspieltes Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten. Einige schöne, ja, Feiertage. Genießt die Ruhe, kommt ein bisschen runter, sammelt Kräfte, spielt was Schönes und schreibt uns gerne in die Kommentare, was spielt ihr denn Hübsches? Was kommt an Weihnachten bei euch auf den Tisch? Gibt's Weihnachtstradition? Und wie sieht vielleicht eure Planung für Silvester aus? Verspieltes Silvester oder gänzlich ohne Spielen? Das interessiert uns natürlich und dann hoffe ich, wir sehen uns ja zu unserer Top 30 und Flop 10 in den nächsten Tagen. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß. Schöne Zeit, macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.